wenn Menschen in mittelalterlichen Kostümen durch Hameln ins Altstadt gehen, dann ist wieder müßige Hamelon-Zeit. Ja, und vielleicht könnt ihr sehen, bei herrlichstem Wetter ist hier die Altstadt schon gut gefüllt. Gleich geht's los, gleich kommt die Parade. Ja, ich freue mich drauf und ihr bleibt dran. Normalerweise würde ich vermuten, dass die Wahrsagerin genau weiß, wann ich hierher komme, ohne dass ich anrufen muss. Aber wenn man die Zukunft vorhergesagt bekommen möchte, ja, soll man vorher anrufen. Aber die gute Dame muss ja auch vorbereitet sein. Ja, Müßiger Hamelon ist ein mittelalterlicher Markt gepaart mit vielen, ja, Fantasy-Figürchen, sage ich jetzt mal, die dann hier bald die schönen Gassen in der Altstadt von Hameln, ja, zu finden sein werden. Ja, ich freue mich drauf. Letztes Jahr war ich auch schon hier, da hatten wir allerdings suboptimales Wetter. Das Müßiger Hamelon 2023 habe ich euch hier mal verlinkt. Ja, gleich kommt die Parade, das ist der Höhepunkt. Ja, und so vereinzelte mystische Gestalten kann man hier schon sehen. Ja, und wenn die Parade losgeht, dann kommt das natürlich geballt. Die Orks sind wieder dabei, der Gandalf auch. Ja. Und noch einer mit grauen Haaren, der sich hier gerade reinringelt. Herrlich. Ja, so ist das Müßiger Hamelon, so macht das hier Spaß. Und ja, bei herrlichstem Wetter
kann man hier dann richtig schön lang flanieren. Ja, ich bin mal hoch auf den Turm und genieße hier den Blick Richtung Klüth, aber natürlich auch Richtung Schweineberg. Und dann dahinter kann man ja da hinten noch die Ausläufer des Selters sehen und da hinten natürlich den Deister. Und hier drüben der beginnende Eid bei Koppenbrügge. Ich bin hier oben auf dem Kirchturm und dachte mir, ich werfe mal einen schönen Blick nach unten. Aber alle Fenster zu. Und bei dem herrlichen Wetter ist hier natürlich die Hölle los. War ich noch da oben, echt sehr beengt da und vor allem auch warm. Kein Fenster konnte man aufmachen. Ja, das war meine Fitnessstunde jetzt am Wochenende, Anfang März. Und hier wird es immer voller, ich sag's euch. Ja, bei dem herrlichen Wetter kein Wunder. 3 Tage geht hier die Mystica Hamelon. Freitagmittag oder am Freitagnachmittag geht's los. Und dann am Samstag und natürlich auch noch am Sonntag. Ja, jede Menge Vorstellungen, Gaukeleien, tolle Stände. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt mal wieder Richtung Auto bewegen. Ja, einige der Kostüme liegen ganz schön schwer auf den Schultern. Da braucht man zwischendurch mal eine Pause. Auch die Nazguls, glaube ich, so heißen die aus Herr der Ringe. Ja, hier wird nochmal wieder die Kleiderordnung hergestellt und dann geht es wieder zurück durchs Getümmel. Und ich sage euch, echt die Hölle los. Ja, einen schönen Eindruck habt ihr bekommen hier von der Mystica Hamelon. Wie gesagt, sie geht 3 Tage. Und wenn natürlich herrliches Wetter ist, dann ist hier richtig was los. Ja, ich bin völlig fertig. Ich trage ja nicht mal so ein Kostüm, bin aber völlig durchgeschwitzt. Ja, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Spuldi.